Verehrte Damen und Herren, heute Morgen haben wir durch Rechtsanwalt Weber und seinen Mitautor Johannes Baumeister und auch dahinter steht ein Team, die Studie zum Missbrauch zur sexualisierten Gewalt im Bistum Mainz seit 1945 vorgestellt bekommen. Es ist eine umfangreiche Studie. Herr Blum sagte, dass sie noch gelesen werden muss mit all den Details. Es zeichnet sich wie in den anderen Bistümern auch ab, dass die Ergebnisse erschreckend sind. Und das gilt auch für unser Bistum Mainz. Sehr bewusst haben wir uns in unserem Bistum nicht für eine rein juristische Studie entschieden. Die ausschließliche Betrachtung der Akten hätte auch aufgrund der nicht systematischen Aktenführung wahrscheinlich kein verlässliches Bild ergeben. Die Studie ist vielmehr vorwiegend von Gesprächen her entstanden. Menschen, die selbst betroffen sind, und Menschen, die etwas wissen und erfahren haben, haben ihre Geschichte erzählt. Dazu gehört Mut. Und ich möchte sehr ausdrücklich diesen Menschen danken, die den Mut hatten, uns ihre Erfahrung, ihre Lebensgeschichte zu erzählen, die ihre Geschichte geteilt haben. Diese Schilderungen erzählen von schlimmen Erfahrungen, von Verbrechen, die Leben zerstört haben und bis heute Lebensgeschichten prägen. Auch die Glaubensheimat von Menschen ist zerstört worden. Ein Glaube, der Menschen groß machen sollte, der ihnen Sicherheit und ein festes Fundament geben sollte, ist mit Gewalt zerstört worden. Kleriker und andere haben sich auf Kosten der ihnen Anvertrauten selbst groß gemacht. Sie haben andere in vielerlei Hinsicht schrecklich missbraucht. Zusätzlich zu den Gesprächen haben wir Rechtsanwalt Weber freien Zugang zu allen Aktenbeständen ermöglicht. Er hat selbst bestätigt, dass der Zugang in keiner Weise beschränkt wurde. Er hat sehen können, was sich in den Akten wiederfindet und was nicht. Die Studie trägt den Titel Erfahren, Verstehen, Vorsorgen, daher EVV. Was habe ich erfahren? Ich als Bischof habe etwas sehr Substanzielles erfahren über das Bistum, das ich leite. Als Bischof habe ich Verantwortung übernommen, auch für die Geschichte des Bistums Mainz. Ich habe etwas erfahren über die systemischen Ursachen des Missbrauchs an Kindern, Jugendlichen und auch erwachsenen Schutzbefohlenen. Personen haben versagt. Es hat in der Zeit von Kardinal Lehmann, Kardinal Volk und auch davor große Verfehlungen und Versäumnisse im Bistum an vielen Stellen gegeben. Es ist wichtig, dass das heute mit der Veröffentlichung der EVV-Studie öffentlich wird. Die Taten und Vergehen, die mit der Studie an die Öffentlichkeit kommen, gehören genauso wie das Wegsehen und die Unfähigkeit, Betroffenen Gehör und Glauben zu schenken, zur Geschichte des Bistums Mainz. Deshalb ist es wichtig, dieses Versagen bei der Bewertung des Lebens von Bischöfen wie Stohr, Volk und Lehmann nicht auszusparen. So wichtig ihre Verdienste in vielen Bereichen waren, so unmissverständlich haben wir heute Morgen auch gehört, ihnen war der Schutz von Tätern und Kirche wichtiger als die Not von Betroffenen. Auch wenn es in der Amtszeit von Kardinal Lehmann unterschiedliche Phasen des Umgangs gibt. In einer ersten Reaktion auf das Gehörte von heute kann ich sagen, um der Wahrheit für die Betroffenen willen, darf es keine unantastbaren Denkmäler mehr geben. Das gilt für Kardinäle und Bischöfe und das gilt auch für Denkmäler anderer Ebenen. Auch andere Leitungspersonen haben versagt. Vor allem aber hat Rechtsanwalt Weber heute Morgen uns sehr stark verdeutlicht, ein ganzes System hat versagt. Nicht nur die Leitungsebene ist ihrer Verantwortung nicht gerecht geworden, auch andere Ebenen haben versagt. Das müssen wir uns noch genau anschauen. Menschen wollten nicht hinschauen, in Familien wollte man nicht glauben
oder nicht reagieren, Gemeinden haben relativiert. Dahinter steht ein überhöhtes Bild vom Priester als Vater und heiligem Mann. So hat man sich gegenseitig geschützt, wie in einer geschlossenen Gesellschaft. Und eine Theologie hat teils versagt, weil sie überhöhte Priesterbilder entwickelt und ausgebaut hat. Was habe ich verstanden? Zumindest beginne ich immer mehr, lernend zu verstehen. So würde ich es für mich sagen. Ich lerne zu verstehen, welches Unheil Missbrauch in das Leben von Menschen, Familien, Gruppen und Gemeinden gebracht hat. Ich lerne immer mehr, das System zu verstehen, das es bis heute Betroffenen schwer macht, ihre Geschichte zu erzählen. Es geht um Machtverhältnisse, um Verschweigen, um Relativieren. Betroffene haben Druck und Ignoranz erlebt. Wir reden über ein Verbrechen und nicht über einzelne Skandale oder das Versagen Einzelner. Wir reden nicht über Zölibatsverstöße oder wie man immer auch versucht hat, die Missbrauchstaten einzuordnen und das bis heute versucht. Menschen sind zerstört worden, Glauben und Vertrauen. Ich versuche auch zu verstehen, welche Priesterbilder derartiges Verhalten gefördert und scheinbar theologisch legitimiert haben. Heute gilt es, eine Sprachfähigkeit zu entwickeln. Die Kommunikation mit Gemeinden und anderen Einrichtungen wird immer wichtiger werden. Ich werde als Bischof gemeinsam mit der Bevollmächtigten und dem Generalvikar sowie mit den verantwortlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern alles tun, um Vorsorge zu treffen. Die Studie hat auch gezeigt, wir fangen nicht bei Null an. Wir arbeiten weiter an transparenten Verfahren. Intervention muss wirksam und professionell gestaltet werden. Die begonnenen Schritte gehen wir konsequent weiter. Rechtsanwalt Weber hat keinen Maßnahmenkatalog entwickelt. Das ist unsere Aufgabe und vor allem die Aufgabe der unabhängigen Aufarbeitungskommission im Bistum Mainz, die uns in den nun anstehenden Fragen und Weichenstellungen eng beraten und begleiten wird. Es ist mir als Bischof von Mainz persönlich ein wichtiges Anliegen, meine Verantwortung wahrzunehmen und mit den Menschen im Bistum die künftigen Wege zu gestalten. Der Blick in die Vergangenheit ist wichtig, um die Zukunft gestalten zu können. Wir werden uns weiterentwickeln. Jetzt gilt es zunächst, die umfangreiche Studie zu lesen. Und schon jetzt kann ich sagen, die EVV-Studie ist ein Meilenstein auf unserem Weg, dieses Thema aus der Tabuzone zu holen, die Fragen und Bedürfnisse von Betroffenen in den Mittelpunkt zu stellen und unseren Weg eines transparenten Umgangs mit Missbrauch und der Weiterentwicklung unserer Präventionsarbeit konsequent weiterzugehen. Mir ist sehr wichtig zu betonen, dass die EVV-Studie nicht der Abschluss der Aufarbeitung ist. Konkrete Erkenntnisse und Fragen werden wir am 8. März vorstellen und diskutieren können. Ich danke Ihnen.